Achtung, Martina! Priester an 3 Uhr! Fuck! Ab in den Himmel, ihr Bastarde! Und jetzt? Nach links! Geht nicht, von da kommt ein Nonnengeschwader! Nach rechts! Nupp! Die Kardinäle haben einen Granatwerfer! Und weiter vorne! Stehen die Mullahs mit ihren Panzern! Fuck! Also zurück! Rückwärts die Treppe runter? Ja, muss wohl, oder? Muss wohl! Tja, liebe Hörerinnen und Hörer, so hatten wir uns das eigentlich nicht vorgestellt. Wir wollten diese Podcast-Folge wie immer ganz entspannt in unserem geheimen Ämtern-Bunker aufnehmen. Aber es sieht so aus, als hätte der Vatikan die Krypto-Achse zum Satelliten gehackt und so unsere Position entschlüsselt. Vor 20 Minuten ist die GFG 9 in unser Studio eingedrungen, um uns wegen Verstoßes gegen Paragraph 166 StGB, also die Beschimpfung von Religionsgesellschaften, zu verhaften. Till, halt die Klappe und wirf Nebelgranaten. Okay, okay. Martina, da, die Zen-Mönche. Hab sie. Auf die im Gesetz vorgesehenen 3 Jahre Gefängnis haben wir jedenfalls keine Lust. Deshalb müssen wir jetzt aus dem fahrenden Auto podcasten. Und zwar aus einem rückwärts die spanische Treppe in Rom herunterfahrenden Fluchtauto. Entschuldigt bitte, dass die Audioqualität deshalb diesmal nicht wie gewöhnt ist. Fuck, 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 fuck! Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute ist der 19. April 2020. Ich bin Till und ich begrüße per Internet fernmündlich zugeschaltet Oliver und Martina. Hallo. Hallo. Hallo Leute. Wie immer an dieser Stelle muss ich euch sagen, dass wir uns unglaublich darüber freuen würden, wenn ihr uns Kommentare und Anmerkungen, Kritik, Hass und Liebe auf manglaubtesnicht.wordpress.com schickt. Hörer beschimpfen Podcaster. Kommentare. Kommentare. Ich weiß nicht mehr was, wie es geht. Kommentare. Zu Folge 55, die zwei Päpste auf dem Sofa, hat uns einen Kommentar von Horst erreicht. Horst schreibt: Den bürgerlichen Namen von Franzl solltest du nochmal googeln. Zwinkern dies Gesicht. Sag mal, was ist denn mit der Frau, die in deinem Computer wohnt? Wie ist das? Ja, die Frau, die ist eine andere. Ich habe mich von der alten Frau getrennt, habe jetzt eine neue. Wisst doch, manchmal muss man einfach neue Wege gehen. Und ist sie nett? Die User und Hörerinnen und Hörer können ja entscheiden, ob sie die Stimme besser oder schlechter finden als die alte. Das war doch immer so ein Dauerthema, bei dem wir uns geweigert haben, Änderungen vorzunehmen. Jetzt gibt es eine Änderung. Könnt ihr ja mal sagen, ob ihr das besser findet. Und ja, das stimmt. Ich habe mich in der ganzen Folge über damit vertan, wie der Papst Franziskus hieß, bevor der Papst geworden ist. Ich habe auch auf unserem Blog dazu erklärt, warum. Ich habe das verwechselt mit einem anderen Film, wo auch so ein Geistlicher vorkam. Also, liebe Leute, entschuldigt, Fehler passieren überall. Ist jetzt ja nicht so schlimm. Aber ihr hattet echt gut aufgepasst. Ich habe es auch nicht gecheckt. Ich dachte, es wäre irgendein Vorname, den ich nicht kannte. Du hast das so souverän vorgebracht, dass ich also keine Sekunde in Zweifel geraten bin. Ja, ich hatte irgendwie auch das Gefühl, dass es stimmt. Ja. Alles gut. Ja. Also ich habe es ja auch nicht gecheckt. Daran sieht man, unser ganzer Podcast hat immer nur Unrecht. Genau, der Beweis. Das Gegenteil von dem, was wir sagen. Endlich bewiesen. Ein etwas ernsthafterer Kommentar hat uns von Bernd Kammermeicher erreicht zu derselben Folge. Er schreibt: Die Kirchen haben Geld und das nehmen sie hin und wieder in die Hand, um Missionspropaganda zu produzieren. Ein Redakteur, mit dem ich viele Jahre zusammenarbeitete, sagte in einem Interview, das Fernsehen sei die moderne Form der Missionierung.
Und da muss ich sagen, ich glaube, das sehe ich ziemlich ähnlich. Das war ja auch meine Vermutung, die ich in dem Podcast geäußert hatte, dass hier dadurch, dass man sich richtig teure Schauspieler leistet und die Originalschauplätze teilweise dreht und auch an internationalen Drehorten produziert hat, dass da wirklich nicht wenig Geld drin steckte. Und ich habe da jetzt keine Beweise für oder auch keine Recherche zu betrieben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sowas von den ein oder anderen Stellen so ein bisschen, ja, sagen wir mal, durch die Hintertür so auf so Umwegen mitfinanziert oder zumindest auch von der Kirche offiziell geduldet und auch, ja, gefördert wird irgendwie, ne? Also da stimme ich dem Bernd zu, das ist bestimmt so. Ja, nee, also ja, kann schon sein, aber die Frage ist, gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass es stimmt? Und wenn zumindest aus dem, was du erzählt hast, würde ich das nicht schließen. Ja, kann schon sein, aber... Ja, also das zweifelt auch ein anderer User an, und zwar Lusch schreibt... Okay, anders formuliert. Gibt es irgendein Indiz dafür, dass die katholische Kirche Geld für die Produktion von Die zwei Päpste in die Hand genommen hat? Nee, ein echtes Indiz habe ich auch nicht gefunden. Also es ist relativ einfach, da müsste man mal in die entsprechenden, was ist das dann, die FMDB, IMDB? Ja, genau, das ist ja kein Geheimnis, wir hatten einfach nur keinen Bock, das rauszukriegen. Genau, das Einzige, was man vielleicht als Indiz bezeichnen könnte, wäre, dass der Film halt super nett, sympathisch über die Päpste berichtet und sich fast jede angedeutete Kritik erspart. Also wenn man wirklich einen Film über diesen Sachverhalt mit den zwei Päpsten drehen will, könnte man ja auch auf die Idee kommen, ganz viele Sachen kritisch zu hinterfragen und anders darzustellen. Hier werden einfach zwei nette alte Männer gezeigt, die es wirklich gut meinen. Und das hätte man, das halt eine Sichtweise, die an sich schon populistisch ist. Also, aber wie gesagt, das sind nur Vermutungen. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt drauf rumreiten soll, aber das kann auch einfach, also die Katholiken wollen das glauben. Die Katholiken wollen glauben, dass das dann nette alte Männer sind, die nur das Gute wollen. Und deshalb macht es einen gewissen Sinn, aus sich selbst so einen Film zu machen, weil dann die Katholiken den gerne sehen. Mhm, ja, das stimmt. Die wollen natürlich. Dieses lästige Kindergeficke, da wollen die nichts von hören. Ja. Das kann auch einfach eine kommerzielle Entscheidung gewesen sein. Oder eine ehrliche Überzeugung. Vielleicht meinen die Filmemacher ja, dass die Päpste einfach nur alte Männer sind, die immer nur das Beste wollen. Ja, oder halt eine Netflix-Entscheidung, die halt auf Quoten geht. Ne? Also die Leute sind bestimmt. Ja, das meine ich ja. Ja, genau. Die Entscheidung, ja. Mensch, wir müssen uns wieder daran gewöhnen, uns nicht ins Wort zu fallen. Also ich hauptsächlich. Genau wie in alten Zeiten hier per Skype. Ja, eigentlich müssten wir jetzt alle Skype-trainiert sein, ne? Schon. Zu Folge Nummer 53, da ging es um einen Artikel in der Chrismon über die Auferstehung und dass die jetzt wirklich ganz sicher sei, schreibt uns Polkabox 11. Habe mich schon lange mit meiner Sterblichkeit abgefunden. Ohne das Konzept von ewigem Leben ist Religion sowieso nur zum Lachen und bedeutungslos. Ewig zu leben ist doch ein schrecklicher Gedanke. Wer will denn sowas? Noch dazu in unendlicher Anbetung eines oppressiven Monsters. Nee, danke. Realität macht doch mehr Spaß als der ganze Religionskicki. Ja, schön. Und lustig. Ich würde auch lieber ein schönes Leben haben und dann sterben, als unendlich langes, furchtbares Leben zu führen. Ja, die Vorstellung ist auch, also Unendlichkeit ist halt was, also ich möchte auch lange leben und interessante Sachen machen, aber unendlich leben... Heißt, dass du das nimmst, was du am liebsten magst auf der Welt und dann machst du es 1 Million Jahre, jeden Tag, den ganzen Tag und dann hat die Ewigkeit noch nicht mal angefangen. Ja, ja. Also meinetwegen an den Strand gehen und da rumhängen. Absurd. Es gibt da ja auch einen Roman von der Simone de Beauvoir, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er heißt, aber da ist ja jemand unsterblich und das geht dann auch nicht so gut aus für ihn. Ich will jetzt das Ende nicht verraten, aber wenn man das mal zu Ende denkt, einfach, was dann passiert, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch alleine wäre, ne? Also, oder wenn man zu vielen ist, ist ja auch vielleicht nicht so angenehm. Auf jeden Fall, nee, Unendlichkeit stelle ich mir auch langweilig vor. Scheint mir auch kein Konzept, was für Menschen geeignet ist, zu sein. Ja, aber das verstehen die nicht. Die haben so panische Angst vor ihrer eigenen Endlichkeit, vor ihrer eigenen Sterblichkeit, dass sie nicht verstehen. Die haben das auch nie zu Ende gedacht. Sonst kämen die da drauf. Es ist so einfach. Deshalb verstehe ich nicht, dass wir das nicht als Sehnsucht empfinden, unendlich lang zu leben. Ja, ich glaube auch. Da hat viel mit Angst zu tun. Ja. Zu Folge 52, da haben wir darüber gesprochen, was die Webseite des Bundes katholischer Ärzte über Homöopathie und Homosexualität berichtet. Zu dieser Folge schreibt uns Cornelius. Moin.
Habe aus unerfindlichen Gründen jetzt erst euren Podcast entdeckt. Ja, da, also super, das freut uns natürlich. Der Inhalt eurer Folge hat mich aber unangenehm an einen Blogpost, den ich geschrieben habe, erinnert, dessen Aufhänger eben dieser BKE und seine auch damals schon angestrebte Therapie der Homosexualität mittels Homöopathie war. Also ehrlich gesagt, lieber Cornelius, ich weiß jetzt nicht, was dich da geärgert hat. Hast du das Gefühl, wir hätten deinen Artikel einfach gelesen und praktisch kopiert? Oder ärgert dich, dass zwei Blogs über ein selbes Thema berichten? Oder ärgert dich die Seite der BKE? Oder das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz verstanden. Ja, es geht aus dem Satz, den ihr geschrieben habt, auch nicht hervor. Jetzt, wo du sagst, ich habe da einfach so verstanden, dass er den BKE auch ärgerlich oder lächerlich findet. Wir haben ja auch nichts von jemandem anderen übernommen. Wir haben ja einfach nur die Webseite vorgelesen. Also ich habe einfach nur die Webseite vorgelesen und du hast an den richtigen Stellen gelacht. Also es war nur einfach. Sehr schön. Das war auch ziemlich einfach, da zu lachen, weil das wirklich, wirklich gefundenes Fressen für unseren Podcast war, fand ich. Also wirklich, dass sowas ernsthaft im Internet steht, ist schon verrückt. Also ich hoffe, lieber Cornelius, wir sind einer Meinung, das ist, geht gar nicht, was Sie da schreiben. Wir freuen uns, dass du Hörer geworden bist. Ja, teil uns auf Facebook, wenn du Lust hast. Ja, oder schreib uns noch einen Post, wenn wir dich wieder falsch verstanden haben. Also Kommentare sind ja immer gerne erwünscht. Ja. Zu Folge 57, da ging es über ein Positionspapier der evangelischen Kirche in Deutschland, die sich dazu äußert, was sie tun will angesichts der wachsenden Konfessionslosigkeit. Wir haben gesagt, die EKD plant einen Angriff auf religionsfreie Kinder. Zu dieser Folge schreibt uns Viktor Engelmann. Den Unterschied zwischen konfessioneller religiöser Bildung und religionsbezogener Bildung würde ich so verstehen, dass in der konfessionellen religiösen Bildung gesagt wird, Jesus ist auferstanden und in der religionsbezogenen Bildung gesagt wird, Katholiken sagen, Jesus ist auferstanden. Und das nimmt Bezug auf dieses Begriffs, auf dieses Haarespalten, was in dem Artikel der EKD gemacht wurde. Oliver und ich waren uns da nicht ganz. Wir haben hinterher auch darüber gelacht, dass wir uns gar nicht mehr merken können, was die jetzt da für Begriffe auseinanderhalten wollen, weil der Unterschied praktisch so gering ist. Aber so macht es natürlich Sinn. So wie du das jetzt hier verstehst, wahrscheinlich, da würde ich sagen, wahrscheinlich meinen die das so von der EKD. Kommt euch das auch plausibel vor? Plausibel, ja, schon. Das ist auf jeden Fall das, was die Katholiken sich wünschen, dass das so passiert. Ja, das sind jetzt die Evangelischen, ne? Ah ja, naja, Entschuldigung. Das hat ja nicht... Ja, weil er von Katholiken spricht. Ja, dann halt die Evangelischen wünschen sich das so, dass das so passiert. Ah ja, genau. Ich denke, die Katholiken wünschen sich das auch. Die haben bestimmt nichts dagegen, wenn in der Schule und überall im Kindergarten noch mehr religiöse oder religionsbezogene Bildung stattfindet. Vor allem, wenn die dann auch noch, wie sie da geschrieben haben, dann ohne Kritik passiert. Ne? Nicht zu viel Kritik, bitte. Nein! Ja, zu derselben Folge erreicht uns noch eine E-Mail. Axel schreibt: Hallo, ihr Ungläubigen. Zuerst vielen Dank für eure Podcast-Beiträge. Bitte gerne. Wie gesagt, wenn wir euch gefallen, sagt es weiter. Im Beitrag über evangelische Kirche beschließt Angriff auf religionsfreie Kinder benutzt ihr leider die von den Kirchen vorgegebene Wortwahl. Dies ist meiner Meinung nach nicht unbedingt der säkularen Sache dienlich. Also da würde ich erstmal zustimmen. Die Wortwahl der Kirche so zu übernehmen ist wahrscheinlich nicht so geschickt. Ich lese mir aber mal trotzdem weiter vor, was du noch schreibst, weil ich einerseits stimme ich dir zu, andererseits nicht so ganz. Also es geht weiter. Nicht wie die Evangelien behaupten, die Religionsfreien wären nur 30% der Bevölkerung, eine Zahl, die ihr leider scheinbar akzeptiert, sondern nach Vorwitt waren 2018 bereits 38% der Bevölkerung der Bundesrepublik religionsfrei. Hier muss ich sagen, diese Zahlen habe ich ganz am Anfang von dieser Folge schwerst angezweifelt. Du sagst, das stimmt. Wir akzeptieren die, das stimmt aber nicht. Wenn man sich die Folge nochmal anhört, sage ich ganz am Anfang, dass die durch komische Berechnungen darauf kommen und ich das selber auch anzweifle. Also ja. Nochmal anhören. Weil man kann natürlich auf verschiedene Arten und Weisen errechnen, wie viele Religionsfreie es gibt. Und da, das ist ja gerade der Witz. Also. So, du schreibst also dann weiter. Aber dass ihr auf das in der Kirchenpropaganda sehr oft benutzte Wort Religionsfreiheit eingegangen seid und offensichtlich auch noch als Grundrecht akzeptiert, finde ich bedauerlich. In den Grundrechten des Grundgesetzes, Artikel 1 bis 19, kommt nicht einmal das Wort Religionsfreiheit vor, besonders nicht in dem bezogenen Artikel 4. Die Kirchen benutzen bewusst nicht den Originaltext des Grundgesetzes. Ja,
Das stimmt. Wie stimmt das denn? Woher wissen wir denn, was die Kirchen bewusst benutzen und was nicht? Also ich habe ja oft aus dem Buch zitiert und wir haben darüber geredet. Und dann haben wir natürlich, weil ich ja immer Stellen vorgelesen habe und wir dann darüber geredet haben, ist es wahrscheinlich passiert, dass wir die Wörter, die dann da stehen, einfach auch benutzt haben, während wir darüber geredet haben, weil es halt gerade das Zitat im Raum stand. Ne? Und dann ist es natürlich sehr naheliegend, dass man sich dann dieser Wörter benutzt, die man gerade selber vorgelesen hat. Also ja, das stimmt. Wir haben da teilweise die Wörter aus dem Text übernommen, während wir darüber geredet haben. Entschuldigung. Ja? Was ist denn das Problem mit dem Wort Religionsfreiheit? Das ist doch sowohl eine positive als auch eine negative Freiheit. Der Text heißt, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit der religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisse sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Das sage ich doch nicht jedes Mal auf. Man könnte auch Glaubensfreiheit nennen. Aber Religionsfreiheit hat doch eine positive und eine negative Komponente. Ich finde das total in Ordnung. Die Leute, die religiös sein wollen, sind frei, das zu sein. Und die Leute, die lieber frei von Religion sein wollen, sind auch frei, das zu sein. Aber ich finde das nicht schlimm, das zu benutzen. Du kannst auch Glaubensfreiheit sagen, aber da steht schon, die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Und das ist ja auch das. Wir haben jetzt die Zeiten der Pandemie, das ist ja auch das, auf das die deutschen Bischöfe jetzt pochen, damit sie ihre Kirchen wieder aufkriegen. Die wollen ungestört ihre Religion ausüben. Steht das schon. Genau, und im Grundgesetz heißt es weltanschauliches Bekenntnis, ne? Also religiöses und weltanschauliches Bekenntnis. Also der Hörer hat in dem Sinne recht vom Prinzip, wenn man es genau haben will, müsste halt immer den Satz vorlesen oder die beiden Sätze. Aber ich finde, ich muss mal gerade was fragen, weil ich finde das hier komisch. Also einmal gibt es diese religionsfreien Kinder und die Religionsfreiheit, das finde ich gerade ein bisschen verwirrend. Also damit sind aber jetzt ganz unterschiedliche Dinge gemeint, oder? Ja, also das mit der Religionsfreiheit, was er da meint, ich finde es auch ein bisschen verschwurbelt, was da jetzt genau sein Problem ist. Weiter unten schreibt er dann noch was zu anderen Wörtern und da wird es ein bisschen deutlicher. Aber er benutzt als Beispiel dann Wörter, die wir zum Beispiel gar nicht benutzt haben. Aber das zeigt ganz gut das Prinzip, was er, glaube ich, meint. Ja, aber Moment mal, dieses evangelische Kirche beschließt Angriff auf religionsfreie Kinder. Was ist denn damit religionsfrei gemeint? Dass die keine Religion haben, oder? Ja, genau. Ja. Genau. Ah, okay. Oh, also, die Martina sieht unglücklich aus. Nein, da muss ich, jetzt an der Stelle, das finde ich so ein bisschen, das fände ich jetzt, wenn man jetzt so ganz genau ist, finde ich das auch ein bisschen komisch, weil per se ist ja jetzt erstmal jeder so ein Mensch, ne? Und manche haben so eine Religion. Also da finde ich vom Wording her auch so ein bisschen, das finde ich so ein bisschen komisch, aber jetzt also wie man das unten benutzt, da ist es ja Religionsfreiheit im Sinne von, jedem ist freigestellt, eine Religion zu pflegen oder auszuüben. Also da finde ich das Wort, wie soll man es denn sonst nennen? Aber dieses religionsfrei, so als hätte jeder eine Religion und die haben die aber, die sind davon frei, also das finde ich so ein bisschen komisch. Da wäre mir die Betonung auf Religion zu stark. Aber wie gesagt, verstehe. Ich weiß halt nicht genau, was er da meint. Aber ich verstehe, was du meinst. Das finde ich auf jeden Fall einleuchtend. Aber es ist schwierig, es zu benennen. Ne? Also, das ist auch wirklich interessant. Ich habe relativ lange an dieser Überschrift gesessen und auch just an dem Wort und wollte eigentlich zuerst atheistische Kinder schreiben. Dann ist mir eingefallen, dass eigentlich alle Kinder atheistisch sind, bis sie die Eltern ihnen was eintrichtern. Dann wollte ich auf die Kinder von Atheisten schreiben, dann dachte ich, dann hast du ja noch mehr Worte und bin dann schließlich bei religionsfreie Kinder gelandet. Aber das stimmt, das ist nicht ganz, also vom Prinzip könnte man das Wort auch weglassen. Ja, man hätte vielleicht ganz präzise sagen müssen, Angriff auf Kinder von Eltern, die nichts mit Religion zu tun haben. Ja, oder einfach Angriff auf Kinder und dann kann man ja nochmal gucken. Aber ich war, wie gesagt, vielleicht ist es das Wort, was ihn da gestört hat, weiter unten, das kann ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen. Ja, kann okay. Nochmal schreiben. Genau, schreib nochmal, ob wir das jetzt richtig verstanden haben. Ich zitiere da noch ein bisschen weiter, weil das fand ich einen ganz interessanten Absatz, wo ich eigentlich auch zustimmen würde. Axel schreibt weiter. Die Dominanz der religiösen Wortwahl ist leider in den Medien sehr verbreitet und wird leider auch oft von Säkularen benutzt. So ist ein Kopftuch kein Hijab, genauso wenig wie ein schwarzer Anzug eine SS-Uniform ist, aber leider wird diese Formulierung sehr oft benutzt, da sie inzwischen in den Medien üblich, aber falsch ist. Genauso ist es mit dem Schwangerschaftsabbruch oder dem Freitod, bei dem es in den Medien sehr oft Abtreibung und Selbstmord heißt. Also da würde ich dir recht geben, Abtreibung und Selbstmord, Freitod, Schwangerschaftsabbruch und so weiter, das sind so Wörter, ne? Also die kann man entweder
versuchen so zu benutzen, dass die keine Wertung beinhalten, oder man sucht sich halt, wie die Kirchen das machen, Wörter raus, die schon eine ganz krasse Bewertung beinhalten und dadurch die Diskussion in Berichte ganz bestimmte Richtung schieben, einfach nur dadurch, dass man die benutzt. Da würde ich dem Axel recht geben, tatsächlich. Das sehe ich teilweise auch so. Und da muss man, das ist natürlich schwierig, ne, in so einer lockeren Unterhaltung dann immer darauf zu achten, aber würde ich tendenziell sagen, sollte man machen. Aber ich meine, das machen wir doch. Wir kriegen doch schon immer Kritik dafür, dass wir zu politisch korrekt sind. Und politische Korrektheit ist ja nichts anderes, als dass man versucht, Sprache diskriminierungsfrei zu benutzen. Also da hat der Hörer komplett recht. Ich sage zum Beispiel dann auch Schwangerschaftsabbruch oder Freitod oder was auch immer, ja. Ich finde das auch richtig. Die nutzen natürlich ihre Deutungshoheit und ihre Hoheit an die Medien, dass die Medien abdrucken, was sie ihnen sagen, um über Sprache schon eine Wertung reinzukriegen. Genau. Da machen die das. Stimmt. Und es ist auch gut, dass er uns da auch nochmal drauf hinweist. Ja, finde ich auch gut. Ich halte das eigentlich für es ist politisch korrekte Sprache, deshalb machen wir das. Genau, und ich würde sagen, das ist ein guter Hinweis, aber ich finde auch, dass wir uns da schon relativ viel Mühe geben. Also ob wir uns den Schuh jetzt anziehen sollten oder nicht, ist eine andere Frage, aber der Hinweis ist nützlich. Ne? Zu Folge 56, außerbiblische Beweise für die Existenz von Jesus, erreicht uns ein Kommentar von Harmonie. Jesus Christus lebt. Er ist wahrhaftig heilig-geistig aus Gott Vater heraus auf die Erde gekommen. Bitte lest das Vaterunser. Okay. Überredet. Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du musst es nicht glauben, aber wir haben das Vaterunser gelesen und auch den Rest von deinem alten Buch. Und es hat nicht wenig dazu beigetragen, dass wir sind, wer wir sind. Und diesen Podcast machen. Dieter Kleve hat ein anderes Problem mit dem Verständnis dieser Folge. Er schreibt: Ihr habt ein paar Mal betont, dass es vor Ende des 2. Jahrhunderts keine Zeugnisse für christliche Gemeinden gibt, dann aber mit diesem Faktum nicht weiter argumentiert. Es klang so, als ob da ein Satz fehlt. Rausgeschnitten? Was meint ihr damit? Ich glaube nicht, dass ich da was rausgeschnitten habe. Ich schneide eigentlich nie was raus. Oliver, kannst du mich daran erinnern? Klar. Ja, ich weiß das noch. Ich habe, für mich heißt das was. Für mich ist dann mit dem Satz eine Bedeutung verbunden, die aber für andere vielleicht nicht verbunden, so klar oder so offensichtlich ist. Es ist so, es gibt keine Zeugnisse für das Christentum, für Leute, die sich Christen nennen oder für christliche Glaubenssätze vor dem Jahr irgendwo zwischen 160 und 170. Das heißt, es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass christliche Gemeinden oder das Christentum vor diesem Jahr existiert haben. Das kann sein, dass die existiert haben, aber es gibt halt keinerlei Anzeichen dafür. Das heißt, dass die ganze biblische Chronologie schlagartig den Abhang runterstürzt. Ja? Ja. Versteht ihr, was ich meine? Das kann sein, dass das, wenn man sich das Markus-Evangelium anguckt, was ja das ursprünglichste Evangelium ist, das älteste vielleicht, und bei Weiten das primitivste, dann kann man sich vorstellen, dass das, also sie sagen ja, das ist schwer zu erklären, also die Chronologie, die akzeptierte Chronologie des Christentums ist, das ist alles um ungefähr 30 nach Christus passiert. Ne? Mhm, genau. So. Dadurch, dass es wenn es jetzt aber keine Belege mehr dafür gibt, dass es das wirklich gab, kann das einfach um ein paar hundert Jahre nach hinten oder nach vorne rutschen. Das heißt, der Ursprung des Christentums muss nicht um das Jahr 30 stattgefunden haben, sondern hätte zum Beispiel auch um das Jahr 130 stattfinden können. Kein Grund, dass das eine besser ist als das andere. Oder auch 300 Jahre davor. Ja, genau. Im Jahr 300 vor der Zeitenwende. Das kann genauso gut sein. Diese Vorstellung, das gibt, wir wissen dann, wann das war und wo das war, ist völlig weg. Ja, genau. In den alten Schriften steht nichts mehr. Von außen gibt es keine Belege. Lukas, das Evangelium des Lukas lügt offensichtlich, ist eine relativ späte Schrift und es lügt, weil er sagt, dass es zur Zeit passiert, da waren der und der haben das und das gemacht und die waren nie gleichzeitig am Leben. Kann also nicht stimmen. Es gibt also überhaupt keine Belege mehr dafür, dass die davon irgendwie anzunehmen, dass die akzeptierte Chronologie stimmt. Das habe ich damit. Also das finde ich was das eigentlich Interessante daran ist. Es ist nicht, dass der Jesus nicht existiert hat, dass es ja in der Form, wie er da gefeiert wird, das ist also relativ offensichtlich. Aber das heißt, dass auch die ganze antike Chronologie nicht mehr stimmt. Und es keinen Grund mehr gibt, anzunehmen, dass sie stimmt. Sondern dass es ruhig um ein paar Jahrhunderte in die eine oder andere Richtung schwappen kann.
Das ist eigentlich das Faszinierende daran, finde ich, für mich. Ja, das ist gut. Das ist gut gesagt. Das finde ich auch, ja. Ja, das war's, glaube ich, mit den Kommentaren. Ja, super. Ich... Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer an dieser Stelle würden wir euch gerne bitten, uns zu schreiben, Kommentare zu hinterlassen, Kritik, Lob, Anregungen, Hass und Liebe uns zu geben auf manglaubtesnicht.wordpress.com. Wir freuen uns schon drauf. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin sagen wir tschüss. Tschüss.